Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir ein richtig leckeres Risotto mit Ratatouille. Ist zwar eine komische Kombi, aber es ist richtig lecker. Ja, wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann sollst du auf jeden Fall dranbleiben. Wir starten als allererstes mit unseren Zwiebeln, die wir einmal fürs Risotto brauchen, aber auch die wir für unser Ratatouille brauchen. Und das ist eigentlich eine ungewöhnliche Kombination, aber ich habe mir gedacht, wir verbinden einfach beides mal. Und Ratatouille könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Denn es gibt ja keine vorgeschriebenen Gemüse, die da zwingend rein müssen. Ja, beziehungsweise, ich würde schon sagen, dass da zumindest Tomaten und Zucchini rein müssen und eine Aubergine. Von daher machen wir das. Und ich schneide hier die Zwiebel für das Ratatouille relativ grob. Den Topf heizen wir schon mal auf, geben erst die Zwiebeln rein mit etwas Öl und dann anschließend einmal den Knoblauch. Und in der Zwischenzeit schneiden wir schon mal ein bisschen Gemüse. Wir beginnen mit Zucchini und die Zucchini wird erstmal etwas kleiner geschnitten. Es gibt hier verschiedene Formen von Zucchini, längliche, runde, gelbe, grüne. Nehmt einfach die, die ihr gerade da habt. Ich habe mich gerade entschieden, eine große Zucchini reicht für mich, für das Risotto, für zwei Personen. Wenn ihr mehr braucht, einfach das Rezept verdoppeln. Jetzt werde ich noch eine Paprika nehmen und dann nochmal 4 Tomaten wahrscheinlich und diese etwas schon leicht runzlige Aubergine. Aber zuerst gebe ich jetzt nochmal den Knoblauch dazu, denn er muss jetzt auch nochmal eine Minute mit anschwitzen, bevor wir die Zucchini dazugeben. Bei der Paprika gehen wir einfach vor, nehmen das Kerngehäuse raus. Und werden dann diese ebenfalls klein würfeln. Dann werden wir jetzt hier die Zucchini einmal dazugeben und lassen es ungefähr 2 Minuten mit andünsten. Wenn wir das dann fertig haben, werden wir dann die Paprika dazugeben. Die schneide ich dann noch zu Ende, seht ihr hier. Für das Risotto geben wir dann einmal hier den Reis rein. Eine Tasse Reis genommen, ein bisschen mehr für 2 Personen, eigentlich für 3. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Olivenöl drauf und rühren den Reis einmal ein und gehen ihn wieder so auf den Herd, damit der Reis jetzt glasig wird und in der Mitte so ein kleiner weißer Stärkekern drin bleibt. Und dann löschen wir ihn erst ab. Nun haben wir jetzt hier den Reis und den löschen wir jetzt einmal mit etwas Brühe ab, so dass der Reis knapp bedeckt ist. Ihr seht es einmal hier, gibt es noch ein bisschen mehr. Und jetzt lassen wir den einfach auf dem Herd köcheln und kippen immer mal wieder Wasser nach, bis der, wenn der Reis das ganze Flüssigkeit aufgezogen hat. Das sind einmal unsere Zucchini. Jetzt kommt hier die Paprika rein. Einmal durchrühren und wieder 2 Minuten auf den Herd geben. Bei der Aubergine sieht folgendermaßen aus: Deckelansatz abschneiden oder Stielansatz abschneiden, halbieren und dann ruhig nochmal halbieren. Und zwar horizontal. Jetzt haben wir hier 4 so Lappen und die zeige ich euch am besten, werden jetzt ebenfalls runtergeschnitten. Und dann wird es auch gewürfelt. Ich mache jetzt hier so ein Ratatouille nach keinem speziellen Rezept. Also dürft ihr nicht jetzt irgendwie mir das vorhalten, dass ich jetzt kein klassisches koche. Ich koche einfach Ratatouille von dem Gemüse, das immer gerade da ist. Und das machen viele Franzosen ja auch im Garten, wenn sie einen Garten haben und da gerade was reif ist. Von ein paar verschiedenen Sachen wird es zusammengeworfen in den Topf und dann wird er rausgekocht. Dieser Teil ist auch schon wieder fertig. Noch einmal durchrühren. Und dann einmal die Aubergine dazugeben, wieder alles 2 Minuten köcheln lassen, beziehungsweise ja, weich garen lassen. Und dann geben wir die Tomaten dazu und dann lassen wir das alles mit offenem Deckel weich kochen und einreduzieren, weil es ja hier schon echt Flüssigkeit gebildet hat. Ich habe hier schöne, reife, pralle Tomaten und die werde ich, weil ich da keine Probleme mit habe,
mit den Kernen gleich da reingeben zum Zerkochen. Wenn ihr das nicht mögt, lasst es raus. Die Kerne, das Wabblige, gibt zwar noch ein bisschen Wasserfeuchtigkeit ab, es gibt ja noch so eine schöne cremige, eine schöne saftige, tomatige Soße, aber das hat auch genug Feuchtigkeit. Wenn nicht, gießt da ein bisschen Wasser nach oder ein bisschen Tomatenpüree. Geht auf jeden Fall auch. Ihr müsst jetzt auch nicht den Weltmeister machen, hier in gerade ordentlich runterschneiden, das interessiert hinterher keinen Menschen mehr. Außerdem sind wir nicht im Schickimicki-Restaurant. Und dann geben wir als nächsten Schritt die Tomaten dazu, rühren das auch wieder ein. Und dann sollen die jetzt erstmal ordentlich an Flüssigkeit abgeben. Und was ist euch aufgefallen? Ich habe noch nicht gewürzt. Würzen, zumindest von der Schärfe her, kommt ganz am Schluss dran. Also Salz und Pfeffer. Also Salz können wir jetzt machen, Pfeffer aber nicht. Das wird immer zum Schluss gemacht. Und wenn ihr vorne rein zu viel reinmacht, das sind der versaut. Weil ich das mag und ich das möchte, das heißt nicht, dass ihr das machen müsst, gebe ich jetzt hier noch ungefähr einen Teelöffel an Rosmarin rein. Rosmarin, holt euch den in einer richtig guten Qualität. Ich weiß, ihr arbeitet mit denen zusammen, aber ich kriege da kein Geld für. Aber das Bremer Gewürzhandel haben echt eine richtig gute Qualität. Und deswegen kann ich da gute Gewissen euch das empfehlen. Weil ich Käse mag und noch einen Rest von meinem Gruyère habe, ist nicht mehr viel, ihr seht das ja hier, wird der jetzt noch gerieben, weil der gleich oben drüber kommt. Und ganz ehrlich, ich finde Gruyère richtig, richtig lecker. Nun habe ich hier mein Risotto und ich habe es jetzt nicht gezeigt. Deswegen, jetzt würze ich das zum Abschluss noch. Der Pfeffer schön frisch, das ätherische Öle werden jetzt schön untergerührt. Aber auch nicht zu viel. Und dann geben wir etwas von diesem schlotzigen Risotto hier rein, in eine Schüssel oder auf den Teller. Also in der Regel wirst du es auf dem Teller servieren. Bei mir ist es wegen dem Foto in der Schüssel. Und auch hier wird einmal ordentlich mit Pfeffer nachgeholfen. Alles einrühren. Sollte es nicht so rot werden, kannst du gerne mit etwas Tomatenmark oder Passata nachhelfen. Und dann wird jetzt etwas Ratatouille draufgegeben. Und dann gibt es ein Foto für euch. Kamerafahrt gleich am Ende. Und dann quatsche ich noch ein bisschen. Solltet auf jeden Fall nicht verpassen. Und das war's dann auch schon wieder. Du hast gesehen, das Ratatouille-Risotto ist ja richtig lecker. Ist eine sehr komische Kombination, aber ich denke mal, es ist sehr, sehr lecker. Und schreib mir in die Kommentare, wie du dein Risotto immer kochst, beziehungsweise wie du dein Ratatouille immer machst. Und ja, bleib einfach mal dran, denn wir gibt bei uns öfters Livestreams. Und ansonsten kannst du es einmal hier abonnieren. Und hier siehst du schon zwei weitere Videos, die ich dir verlinkt habe zum Angucken, beziehungsweise eine Playlist. Da kannst du ganz viele Videos angucken. Ja, dann würde ich sagen, bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.